Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt, denn ja, ich habe einige wichtige Dinge mitzuteilen, die sich leider jetzt auch nicht aufschieben ließen. Deshalb möge man mir es verzeihen, dass auch das Wetter jetzt auf der Aufnahme hier nicht gerade perfekt ist. Ja, aber es gibt eben doch einige Dinge anzukündigen. Ja, erstmal ist natürlich auch für mich das erste Mal, dass ich jetzt so vor der Kamera stehe und viele von euch sehen euch mich vielleicht auch jetzt zum ersten Mal. Ich hoffe daher, dass das alles hier jetzt zur Zufriedenheit ist. Ich bin jetzt auch nicht so gewohnt, jetzt hier so das auf die Art und Weise zu moderieren. Jedenfalls ja, gibt es einige Sachen, die ich euch unbedingt mitteilen möchte. Und zwar möchte ich mich einerseits ganz, ganz recht herzlich dafür bedanken, dass ich vor circa einer Woche oder ich glaube halbe Woche ungefähr, je nachdem wann das Video dann rauskommt, die 5000 Abonnentenmarke geknackt habe. Das ging jetzt die letzten Wochen so schnell. Ich bin zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos schon bei 5100. Also vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ich habe mich echt super gefreut. Und ja, vielen Dank für euch, für eure Unterstützung, alle Kommentare, Likes, Abos sowieso und auch konstruktive Kritik immer wieder gerne gesehen. Und ja, ich freue mich einfach nur sehr schön. Die letzten Jahre haben mir echt Spaß gemacht und ich hoffe, dass es auch weiterhin so weitergehen kann. Ja, natürlich möchte ich euch dafür auch ein Stück weit was zurückgeben, dafür, dass ihr mir da so viel Freude bereitet und ja, will euch deshalb zum Anlass der 5000 Abonnenten mal die Möglichkeit geben. Das machen ja viele Kanäle früher oder später, mir eure Fragen zu stellen, was euch interessiert, habt keine Scheu. Schreibt es gerne in die Kommentare oder falls euch das irgendwie nicht möglich ist, weil ihr meinetwegen keine YouTube-Anmeldung habt oder so, könnt ihr das auch gerne immer per E-Mail schreiben. Ich bin da sowieso immer erreichbar unter br111@gmx.de. Könnt ihr mich jederzeit immer wieder gerne anschreiben, falls ihr Fragen oder irgendwas habt. Und ja, jedenfalls, jetzt später zu diesem Anlass möchte ich mal ein spezielles Frage-Antwort-Video machen. Also stellt mir eure Fragen und je nachdem, wie schnell ich das dann bearbeiten kann, das muss ich noch schauen, dürfte irgendwann in den nächsten Wochen wahrscheinlich dann, ja, ein Video mit all meinen Antworten kommen, also habt da wirklich keine Scheu, nutzt diese Gelegenheit. Ich habe jetzt nicht vor, das hier in einem Monat gleich nochmal zu machen, also ja, nutzt dann wirklich die Gelegenheit. Ja, dann habe ich noch was anzukündigen zur Zukunft des Kanals. Ich habe es ja in einem vergangenen Reisebericht schon mal gesagt, dass sich hier ein bisschen was ändern wird. Und ja, manche Kenner haben vielleicht sogar schon den Hintergrund hier heute erkannt. Und ja, zwar, ich befinde mich hier gerade in Erfurt. Warum? Das ist eine sehr lange Geschichte. Und ja, wie ich teilweise schon erwähnt habe, ich sage es aber nochmal für alle dazu, weil ich auch weiß, dass nicht alle die Reiseberichte schauen, habe ich vor wenigen Monaten mein Abitur geschrieben und ja, fange jetzt ein Studium an im Wirtschaftsingenieur für Eisenbahnwesen an der Fachhochschule Erfurt. Das Ganze läuft dual über die DB Netz AG mit integrierter Fahrdienstleiterausbildung und die theoretischen Phasen, also die Hochschulphasen und die DB-Seminare finden alle hier in Erfurt statt. Das heißt, ich habe jetzt hier auch eine Studentenwohnung und ja, werde jetzt viel Zeit auch hier in Thüringen verbringen. Und die Praxiseinsätze finden gleichzeitig aber noch in Frankfurt statt, also auch mein offizieller Arbeitsort. Das heißt, ich bin jetzt so ein bisschen, wirklich eigentlich nicht nur als dualer Student in Bezug auf Theorie-Praxis unterwegs, sondern wirklich auch dual in Bezug auf meine Wohnorte. Also ich bin jetzt immer zwischen Thüringen und Hessen unterwegs. Ja, das Ganze wird sich natürlich für euch auch niederschlagen, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Videos, als auch in Bezug auf die Themen der Videos. Denn ja, wegen der Anzahl, da will ich mich jetzt noch gar nicht so genau festlegen. Ich kann euch einfach jetzt noch nicht genau sagen, wie viel Zeit ich in Zukunft haben werde, diese Videos zu machen. Ich habe weiterhin vor, die zu machen und da habe auch in letzter Zeit da wirklich wieder Spaß daran. Das hat sich sogar noch mal ein bisschen reingesteigert jetzt in den letzten Monaten und ja, hoffe, dass ich das wirklich weitermachen kann. Das versuche ich auch wirklich und versuche nochmal einige interessante Themen auch reinzubringen. Und ja, gerade bei den Themen kann man natürlich anknüpfen. Es wird selbstverständlich auch ein paar neue Themen geben, denn ja, ne? Hier war ich vorher auch nicht so richtig gewesen und hier gibt es auch sehr viele interessante Sachen zu thematisieren. Und ja, deshalb, ich bin gespannt, was sich so entwickelt. Ne, es wird erstmal ein paar Monate dauern, bis hier die ersten Videos dann zum Beispiel von hier kommen oder so. Das ist ja ein langer Weg, das alles zu produzieren und so weiter. Aber ich denke mal, ihr könnt euch darauf freuen, dass das Ganze jetzt ein bisschen, ja, man könnte fast sagen, abwechslungsreicher wird. Also es wird jetzt wirklich aus den verschiedensten Ecken Deutschlands teilweise mal was geben, vor allem eben aus Hessen und Thüringen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Zeit. Und ja, ich hoffe, dass wir das weiterhin so zusammen gestalten können, dass ich euch weiterhin mit Videos versorgen kann. Wie gesagt, es macht mir nach wie vor sehr viel Spaß und ihr weiterhin so ein tolles Publikum seid, wie ihr es die letzten 4 Jahre gewesen seid. Insofern nochmal vielen Dank für 5000 Abonnenten und ja, auf eine gute Zukunft. Vielen Dank.